Kurz informiert bei Heise Online mit Isabel Grünewald. Flughäfen und Airlines reden gar nicht mehr drum herum. Ferienreisen per Flugzeug werden im Sommer zur Nervenprobe für Passagiere und Anbieter gleichermaßen. Die Branche verpatzt den Neustart in die erste einigermaßen pandemiefreie Saison seit 2019. Grund ist Personalmangel an verschiedenen Punkten des Reiseprozesses, von der Passagierkontrolle über die Flugzeugabfertigung bis hin zu den Flugbegleitern. Überall fehlen die Leute, die sich in der Pandemie andere Jobs gesucht haben oder sie suchen mussten. Die Flughafenbetriebsräte schätzen den zusätzlichen Bedarf auf 5.500 Leute bundesweit. Atlassian warnt vor einer schweren Sicherheitslücke in Confluence. Angreifer können Schadcode ausführen und Backdoors hochladen, ohne sich zuvor in der betroffenen Confluence-Instanz authentifizieren zu müssen. Sollte sich diese erste Einschätzung bewahrheiten, so dürfte es sich um eine der schwersten Sicherheitslücken der vergangenen Jahre in einem Atlassian-Produkt handeln. Admins sollten den Zugang zu Confluence möglichst einschränken. Das kann im einfachsten Fall eine vorgeschaltete Passwortabfrage sein oder die Beschränkung auf Zugriffe aus dem Intranet bzw. VPN. Im Zweifelsfall wäre auch eine temporäre Abschaltung des Servers zu rechtfertigen. Die GM-Tochter Cruise darf als erstes Unternehmen gegen Bezahlung Menschen in autonomen Taxis durch eine große Stadt in den USA befördern, ohne dass zur Sicherheit jemand am Steuer sitzen muss. Die zuständige Public Utilities Commission Kaliforniens stimmte jetzt einstimmig dafür, Cruise die dafür nötige Genehmigung für San Francisco zu erteilen. Seit Februar durfte Cruise dort bereits Fremde befördern, dafür aber nichts berechnen. Die Fahrten in den Robotaxis sind vorerst auf Höchstgeschwindigkeiten von 30 Meilen pro Stunde begrenzt und dürfen nicht durch die Innenstadt führen. G-Space hat den Aufbau eines erdnahen Satellitennetzes begonnen, das autonomes Fahren ermöglichen soll. Bis 2025 soll eine Konstellation aus 72 Satelliten entstehen. Für den Endausbau sind 240 Stück geplant. Die ersten 9 sind nun im All. G-Space ist eine 2018 gegründete Tochterfirma des chinesischen Konzerns Xinjiang Geely, zu dem unter anderem die Automarken Smart, Geely, Volvo und Lotus gehören. Die modularen Satelliten für erdnahe Umlaufbahnen baut G-Space selbst. Sie sollen einerseits zentimetergenaue Ortung ermöglichen, andererseits Verbindungen zwischen Fahrzeugen sowie zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen vermitteln. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.